Es war ein köstlicher Herbstabend und dazu Sonntag. Da pflegte es sonst im Dorfe munter und lustig herzugehen, wenn die Burschen und Mädchen unter der Linde saßen und sangen, die Alten vor dem Wirtshause zum blauen Stern tängelten und die Kinder auf der Landstraße spielten. Heute aber war es viel stiller als sonst. Im nächsten Dorfe wurde Kirmes gefeiert und zu der waren die Leute aus der ganzen Umgegend hingezogen. Nur einzelne Greise und Frauen mit ihren Kindern um sich her saßen im Sonntagsputz vor den Türen ihrer Häuser. Sie plauderten still und behaglich miteinander und genossen so recht den frischen Festabend. Es war aber auch gar zu schön ringsumher. In den Stoppelfeldern schrillten die Grashüpfer. Ein kühler Wind strich über die Obstgärten des Dorfes und schien die Regenwolken verjagen zu wollen, die am fernen Horizont aufstiegen. Aus den Schornsteinen hob sich der Rauch, lichtbeschienen in die blaue Luft, und wurde vom Winde lustig hier und dahin getrieben. Allmählich sank die Sonne, die bisher so freundlich geschien, und ehe sie in den aufsteigenden Wolken untertauchte, warf sie noch wie ein lustiges Kind, das eben zu Bette gehen will, die freundlichsten Blicke auf die Erde herunter und vergoldete zu guter Letzt den Kirchturm und die Dorflinden oben bei der Kapelle. Es war eine Pracht. Nach und nach kamen nun auch schon auf der Landstraße im Oberdorf die Leute von der Kirmes zurück. Und weit aus der Ferne klang Jubel und Musik herüber. Umso stiller war es währenddessen im unteren Teil des Dorfes. Da zogen schon die Nebel aus den Wiesen herauf und es fing an, dämmerig zu werden. In dem engen Gässchen zwischen den Gartenzäunen ließ sich kein Mensch sehen. Es schien ringsumher wie ausgestorben. Nur ganz am Ende der Niederstraße, bei des Schuhmachers Obstgarten, standen drei Knaben vor einem kleinen Bretterzaun. Und hoch über den Zaun streckte ein alter Nussbaum aus dem Garten einen mächtigen Zweig herüber, an dem die schönsten Walnüsse hingen. Die drei Knaben schienen sehr eifrig miteinander zu sprechen. Bald steckten sie die Köpfe zusammen, bald blickten sie sehnsüchtig nach den Nüssen hinauf. Von Zeit zu Zeit schlich auch wohl einer von ihnen um die Ecke des Zauns und sah sich scheu und vorsichtig nach rechts und links um, ob den Weg durchs Stoppelfeld jemand daherkäme. Wer die Buben längere Zeit hätte beobachten können, dem wäre es bald klar geworden, was sie eigentlich im Sinne hatten. Die Sache war die, sie wollten die stille Abendstunde benutzen, um Nüsse vom Baum zu stehlen. Aber bis jetzt fehlte es ihnen an Mut zu einem so schlechten Streich. Da gab es dennoch viel hin und her zu reden. »Weißt du auch gewiss, dass dein Ohm nicht zu Hause ist?« fragte des Schneiders Josef mit gedämpfter Stimme den Gemüsekaspar, einen kraushaarigen, kecken Jungen, der im Dorfe allgemein so genannt wurde, weil er häufig den Bauernfrauen das Gemüse zum Markt nach der Stadt karren musste. Er war als der schlaueste und verschmitzeste Bube bekannt. »Ich hab dir ja schon 10-mal gesagt«, entgegnete der Kaspar. »Ich habe den Ohm mit meinen eigenen Augen zur Kirmes gehen sehen, und ist er einmal da, so kommt er vor Mitternacht nicht wieder. Darauf könnt ihr euch verlassen.« »Aber seine alte Mutter?« »Ach was, Mutter! Die ist taub und wohnt vorn heraus und ist längst zu Bett.« »Aber der Wasser!« rief der jüngste von den drei Jungen, der Heinrich aus dem Feldhofe, ein schwächlicher, blasser Junge. »Wenn der Wasser uns wittert, wird er da nicht bellen?« »Was du doch immer für eine Angst hast«, sagte der Gemüsekaspar. »Der Wasser ist mit dem Ohm fort nach Rothenau, und wenn er auch in seiner Hütte läge, das hat nichts zu sagen. Der Wasser ist mein bester Freund, und wo ich dabei bin, da wird er nicht mucken. Das versichere ich euch, vor dem könnt ihr sicher sein.« »Ich tu's doch lieber nicht«, sagte Josef und kratzte sich hinter den Ohren. »Und wenn du wirklich die Nüsse in der Stadt verkaufst, wie viel würdest du denn dafür bekommen? Und wie viel kommt denn von dem bisschen Geld an jeden Einzelnen von uns? Das verlohnt sich gar nicht der Mühe, und außerdem ist's unrecht.«
Aber ich sage dir ja, mein Oheim macht sich nichts aus den Nüssen, und es wäre doch eine Sünde, wenn die da oben am Baum vertrockneten oder ein anderer sie sich herunterholte. Ah, meinetwegen, rief Josef, zog wieder Kasper, es schon vorher getan hatte, seine Sonntagsjacke aus und warf sie auf den Weg. Aber jetzt fiel ihm wieder ein, dass er sich am Ende beim Klettern auch die guten Hosen zerreißen könnte. Und es war heute erst das dritte Mal, dass er sie anhatte. Er stand wieder unschlüssig da wie vorher. Der Gemüsekasper fing an, ihn wegen seiner Zimperlichkeit zum Besten zu haben, und sagte ihm etwas leise ins Ohr. Unterdes hatte der Heinrich an der Zaunhecke hinter dem Fliederbusch gelauscht. »Psst, seid ruhig«, rief er da. »Da kommt jemand über das Stoppelfeld her.« Die beiden anderen fuhren mit den Köpfen auseinander, und hätte Kaspar nicht den Josef am Hemdärmel gehalten, so wäre er vor Gewissensangst fortgelaufen. »Jetzt sehe ich, wer da kommt. Es ist der Andres aus der Mühle«, rief Heinrich. »Ah, der wird uns nicht beißen«, brummte Kaspar vor sich hin. »Der kann uns vielleicht noch helfen.« Indes kam auch schon der Andres um die Ecke. Er hatte eine Bestellung in der Nachbarschaft zu machen gehabt und wollte eben zur Mühle zurück. Die drei Jungen stellten sich, als hätten sie nichts Böses im Sinn, aber sie mussten sich zwingen, unbefangen auszusehen. Heinrich hinter dem Fliederbusch tat, als ob er etwas verloren hätte und er es jetzt am Boden suchte. Er pfiff dabei fortwährend vor sich hin. Der Josef nahm seine Jacke von der Erde auf und bürstete den Straßenstaub mit dem unteren Ende des Hemdärmels davon ab. Der Gemüsekasper aber hob Steine auf und warf damit nach einem Vogel, der oben auf einem dürren Ast eben sein Liedchen unschuldig in die Abendluft hineinsang. Andres war ein armer Waise. Der Müller hatte ihn in sein Haus aufgenommen, und dafür musste der gewandte Junge ihm allerlei kleine Hausdienste und Botengänge verrichten. Er war eine gutmütige, liebe Seele, aber er hatte auch seine Fehler. Er war gar zu leichtgläubig und konnte nicht widerstehen, wenn jemand ihn überreden wollte, gegen seine bessere Überzeugung zu handeln, besonders wenn es seiner Eitelkeit schmeichelte. Diese, seine sogenannte Gutmütigkeit, die aber doch eigentlich eine große Schwäche war, wurde dann auch leider von seinen pfiffigen Kameraden häufig zu ihrem Vorteil und zu seinem Nachteil benutzt und missbraucht. Der Umgang mit den drei Buben, die wir eben kennengelernt, war dem Andres eigentlich in der Seele zuwider. Und doch konnte er es nicht übers Herz bringen, sich von ihnen loszumachen. Wenn sie ihm nur ein wenig schmeichelten oder ihm scheinbar nur eine kleine Gefälligkeit erwiesen, schien es ihm unmöglich, die Erfüllung ihrer Bitten zu verweigern. Und wie er selbst nie fähig gewesen wäre, eine Lüge zu sagen oder anderes scheinen zu wollen, als er dachte und fühlte, so konnte er auch nicht denken, dass jemand ihn belügen oder betrügen würde. Da die drei Buben nun auch noch sonst lustige Kameraden waren und immer sehr freundlich zu ihm taten, so unterdrückte er jedes Misstrauen und jede Abneigung gegen sie. »Guten Abend«, sagte Andres, als er in das Gässchen einbog. »Was macht ihr denn hier?« »Geht dich das was an?«, fuhr der Kasper ihn trotzig an. »Ich werde doch wohl noch meines Onkels Garten stehen können.« »Meinetwegen«, sagte Andres. »Ich meinte nur, du müsstest doch eigentlich zu Hause sein, um dein Schwesterchen zu warten. Du hast es mir Vormittag doch selbst gesagt, dass deine Eltern es dir befohlen hätten, ehe sie zur Kirmes gingen.« »Ach was, Schwester hin, Schwester her«, rief der Kasper. »Die schläft ruhig zu Hause. Und unser alter Kater sitzt bei ihr, der kann sie bewachen, wenn er will. Ich hab was Besseres zu tun.« »Du, Andres«, fuhr er fort, schlug aber doch dabei die Augen nieder und pflückte am Knopf seiner Mütze, die er in der Hand herumdrehte. »Du, Andres, mein Ohm, der Schuster, möchte gern, dass wir die Nüsse da oben herunternehmen. Nun wollten wir drei es tun, aber... Du siehst wohl, wir haben unsere Sonntagskleider und du deine alten Hosen an. Unsere guten Kleider könnten leicht beim Klettern zerreißen und du bist auch viel flinker als wir. Du kletterst ja wie eine Katze, wenn's drauf ankommt. Alle Leute wundern sich darüber. Hör, Andres,
Tu uns den Gefallen, geh für uns auf den Baum und wirf uns die Nüsse herunter. Aber gleich, damit sie alle herunter sind, ehe noch der Ohm nach Hause kommt. Für wen soll ich denn die Nüsse herunternehmen? Für euch oder für den Schuhmacher? Fragte Andres. Nun, für uns alle, das versteht sich von selbst. Der Ohm macht sich nichts daraus und da ist es ihm lieber, dass wir sie bekommen, als dass ein anderer sie stiehlt. Andres trat näher an den Baum heran, um zu sehen, wie er am besten zu der Stelle heraufkommen könnte, wo die Früchte hingen. Unterdessen zupfte Josef den Kaspar am Ärmel. »Aber sag einmal, Kaspar«, flüsterte er ihm ins Ohr, »wenn dein Onkel nun später keine Nüsse am Baum findet und Lärm macht und der Andres es hört und deinem Onkel all deine Lügen erzählt, was dann?« »Das lass mich machen«, sagte leise Kaspar. »Haben wir erst die Nüsse, dann sage ich dem dummen Jungen, dass wir ihn bloß zum Narren gehabt. Und wer uns dann anzeigen, dann mache ich ihm Angst, dass gerade er es gewesen ist, der die Nüsse abgeschüttet hat. Dann wird ihm schon bange werden und er wird sich hüten, uns anzuzeigen. Das kannst du mir glauben. Der wird sich den Mund nicht verbrennen.« »Ist es aber auch wirklich so, wie du da sagst?« fragte Andres, der wieder zu den drei anderen Knaben hingetreten war. »Glaubst du, dass ich lüge?« fuhr der Kaspar ihn an. »Josef, Heinrich, ist es nicht wahr?« Die beiden sagten auch ja, wurden jedoch über und über rot. Aber Andres in seiner Leichtgläubigkeit bemerkte das nicht. Zwar war ihm die Sache bedenklich, außerdem war es spät, aber da die anderen ihn immer eindringlicher zuredeten, hatte er zuletzt keinen Zweifel daran, dass alles buchstäblich so wahr sei, wie sie es ihm vorschwatzten. Daheim in der Mühle war auch gewiss noch niemand von der Kirmes heimgekehrt. Und vor allem freute es ihn, dass er sich seinen Kameraden gefällig erweisen konnte. Gewandt und rasch wie er war, stieg er über den Zaun in des Schuhmachers Garten. Er kletterte wie der geübte Matrose auf den Baum und von Ast zu Ast bis hoch in die Zweige, wo die schönsten Nüsse saßen. Die pflückte er und schlug sie mit einem abgebrochenen Knüttel mit solcher Leichtigkeit ab, dass die anderen kaum so schnell die heruntergeprasselten Früchte in ihren Taschen, Mützen und Schnupftüchern hineinpraktizieren konnten. Als die Sache so in vollem Gange ist und keiner von den Knaben mehr daran denkt, bei ihrem schlechten Streiche verraten zu werden, da fährt mit einem Male um die Ecke des Zauns der große Hofhund des Schusters, derselbe Wasser, der den Kaspar seinen besten Freund genannt, mit lautem Gebell unter die drei Jungen hinein, und gleich nachher hört man hinter der Fliederhecke ein lautes Pfeifen. Die Buben unter dem Baum fahren auseinander, der eine klettert, so rasch er kann, über den Zaun, der andere wirft in der Angst, was er von den Nüssen schon gesammelt hat, aus den Taschen ins Gras und klemmt sich hinter einen alten Weidenstamm am Wege. Der Gemüsekasper aber, früher der frechste von allen, nimmt jetzt zuerst Reis aus und läuft, ohne sich umzusehen, dem Oberdorfe zu. Der Hund will ihm nachsetzen, aber da ruft vom Felde her, hinter dem Fliederbusch, eine kräftige Mannesstimme. »Wasser! Ruhig! Komm her, Wasser!« Schnell besinnt sich das Tier, steht still, bellt eine Zeit lang dem Laufenden nach und jagt dann wieder zurück hinter den Busch, seinem Herrn zu, der ihn gerufen. Diesen Augenblick benutzen nun auch der Josef und der Heinrich. Was die Beine nur laufen wollen, ergreifen sie das Hasenpanier und rennen davon. Bald waren sie hinter der oberen Ecke des Gässchens verschwunden. Andres hatte oben von seinem Ast aus den ganzen Spektakel mit angesehen. Er wunderte sich, wie der Kaspar solche Angst vor dem Hunde haben konnte, mit dem er doch sonst immer so gut Freund war. Freilich war einem Fremden nicht anzuraten, mit dem Tiere zu spaßen, denn so gutmütig es sonst war, so grimmig wurde es, wenn man es reizte oder wenn man es auf jemand loshetzte. Es dauerte nicht lange, so kam der Wasser wieder ruhig um die Ecke.
Gleich hinter ihm spazierte gemächlichen Schrittes Kaspars Ohm, der Schuhmacher, daher. Er kam von der Kirmes aus dem Nachbardorf. Dort hatte im Wirtshause ein Bauer mit ihm Streit angefangen. Zwar war die Sache halb wieder ausgeglichen worden, aber dem Meister war doch für heute Abend aller Spaß verdorben. Und das war die Ursache, dass er jetzt, der sonst immer gern bis in die Nacht bei solchen Festlichkeiten blieb, es diesmal vorgezogen hatte, früher heimzukehren. Eben wollte Andres, der noch immer nichts Schlimmes ahnte, von seinem Ast wieder herunterklettern, als der Hund auch ihn witterte, noch viel wütender, als er es zu bellen anfing. Der Meister wurde stutzig. Vorhin, als er vom Weltwege aus das Bellen seines Hundes von Weitem gehört, hatte er gedacht, der Wasser habe wieder einmal nach seiner alten Gewohnheit Jagd auf eine Katze gemacht. Er hatte ihn daher auch gleich wieder zurückgerufen, ohne deswegen selbst seine Schritte zu beeilen. Von den drei Nussdieben hatte er hinter dem dichten Fliederbusche nichts gesehen. Jetzt bemerkte er plötzlich da unten auf dem Boden die Menge heruntergefallener Nüsse und oben auf dem Baum den Knaben, der noch den Knüttel in der Hand hielt, mit dem er offenbar die Früchte heruntergeschlagen hatte. Was war da natürlicher, als dass er den da oben für den Nussdieb hielt? Sein Ärger wurde umso größer, als ihm einfiel, dass ihm schon vor einigen Wochen gerade die schönsten Äpfel, noch ehe sie reif waren, von den jungen Bäumchen, die zum ersten Mal Früchte trugen, bei Nacht gestohlen wurden. Viel Worte bei solcher Gelegenheit zu machen, das war niemals Schusters Art gewesen. »Dich wollen wir schon kriegen, du Halunke!« rief er zum Andres hinauf und drohte ihm mit seinem Knotenstock. Dann schloss er ruhig das Gartenpförtchen in der Nähe auf und trat in den Obstgarten. Andres in seiner Unschuld wusste gar nicht, wie ihm geschah. Vom Baum herunterzusteigen wagte er nicht, denn die drohende Miene des Meisters und die funkelnden Blicke des Hundes versprachen ihm einen schlimmen Empfang da unten. Verlegen stotterte er seine Entschuldigung her. Ohne die Namen seiner Verführer zu nennen, sagte er, der Meister habe ja selbst befohlen, die Nüsse abzunehmen. Der aber hörte gar nicht auf seine Rede, er hätte sie auch von den Bellen des Hundes nicht verstehen können. »Schon gut, mein Junge, schon gut«, brummte er vor sich hin. »Diese Nacht soll dir einmal zeigen, wie den Mäusen das Mausen bekommt.« Dann trat er zum Nussbaum, zog einen langen Strick aus der Tasche, schlang ihn mit einem Ende durch den Ring am Halsbande des Hundes und band mit größter Seelenruhe das andere Ende des Strickes fest um den Stamm des Nussbaums. »Pass auf, Wasser«, sprach er zum Hunde und wies mit dem Finger nach oben. Dann klopfte er sich die kurze Tabakpfeife, die ihn während dieser Exekution ausgegangen war, an den nächtlichen Stamm aus und schritt langsam und gemächlich durch die dunklen Laubgänge seinem Wohnhause zu. Bald hörte Andres, wie der Meister seine Haustür öffnete und sie laut hinter sich zuschlug. Dann wurde alles still in weiter Runde. Auch der Hund hatte aufgehört zu bellen, der schien es sich jetzt auf seiner Nachtwache möglichst bequem machen zu wollen. Er streckte sich ins Gras, legte den Kopf auf die Vorderpfoten und schielte nur von Zeit zu Zeit mit drohenden Blicken in die Höhe. Da nun saß der gutmütige Junge in dem grünen, luftigen Käfig und hatte Zeit genug, seine übereilte Leichtgläubigkeit zu bereuen. An Heruntersteigen war nicht zu denken. So wie er sich nur ein wenig auf dem harten Ast bewegte und die Blätter dazu rauschten, fuhr der strenge Wächter wütend aus dem Grase auf, stemmte beide Vorderpfoten gegen den Stamm und zeigte dem Andres knurrend die Zähne. Schon der bloße Gedanke, dass der Schuhmacher ihn etwas Schlechtes habe zutrauen können, war kränkend genug für ihn. Was aber hatte der Mann sonst noch mit ihm vor? Das Geringste, was sich vermuten ließ, war, dass er ihn die Nacht hier würde sitzen lassen. Das war schon eine traurige Aussicht. Aber nun erst am Morgen, was dann? Er machte sich die schrecklichen Vorstellungen, wenn der Schulze dazu käme,
wenn er vor allen Leuten im Dorf am Ende da sitzen müsste, wie der ärgste Spitzbube am Pranger. Erst jetzt wurde ihm die ganze Schlechtigkeit und Boshaftigkeit des Gemüsekaspers klar. Viele Reden desselben, die er früher für reine Wahrheit genommen, erkannte er jetzt als lauter Lug und Trug. Der Gedanke daran brachte ihn gegen den schlechten Jungen in einen solchen Zorn, wie er bisher noch nie in seinem Leben gegen irgendeinen Menschen gehabt hatte. Wenn nur der Wasser den Kaspar tüchtig gefasst hätte, als er so feige ausriss, so dachte er bei sich selber, da hätte der Schuhmacher doch wenigstens gesehen, was für einen sauberen Neffen er hat. Der feige Lügner wäre doch seiner Strafe nicht entgangen. Der furchtbarste Gedanke aber war ihm der, was sein Pflegevater dazu sagen würde. Der Müller war ein rechtlicher und braver Mann, aber dabei streng und heftig. Es war wohl möglich, dass wenn er erfuhr, anderes hatte sich zu solchen Dingen hergegeben, er am Ende den Knaben aus dem Hause verstoßen könnte. Bei so traurigen Betrachtung schlich dem armen Jungen die Zeit wie eine Ewigkeit hin. Schon fing es an, recht dunkel zu werden. Der Mond, der bisher hell am Himmel gestanden, wurde von den aufsteigenden Wolken immer mehr verdeckt. Noch hörte man von fern das Singen und Lachen der Leute, die von der Kirmes heimkehrten. Jetzt kamen auch von Zeit zu Zeit dicht unter seinem Baume einzelne Bewohner des Unterdorfs vorbei. Er kannte den Schmied, den Schullehrer und einige seiner Schulkameraden. Bei jedem Schritt, den er von neuem hörte, schlug ihm das Herz vor Angst, gesehen zu werden. Sein Sitz war unbequem genug, und doch durfte er sich nicht rühren, sonst wäre der Hund wieder angefahren und hätte ihn gleich den Leuten verraten. Das waren qualvolle Stunden. Allmählich wurde es stiller und stiller. Und die Nacht pechschwarz. Die Wolken waren heraufgekommen und ergossen sich in einem dichten Platzregen. Bisher hatten noch viele Lichter in den Häusern des Dorfes gebrannt. Jetzt sah er von seinem hohen Sitze, wie ein Licht nach dem anderen erlosch. Nur in der Stube des Schusters brannte noch immer die Lampe, und das war sein einziger Hoffnungsstern. Jetzt konnte anderes Recht empfinden, wie es den armen kleinen Vögeln in solchem Regen zumute sein musste. Sie haben ja auch ihr Nachtlager in den Zweigen. Aber sie sitzen doch weich in ihren Nesterchen und sind den häufigen Regen gewohnt. Eine Stunde nach der anderen verging. Jetzt kam auch noch ein Sturmwind dazu und rüttelte die Äste des Nussbaumes, dass anderes jeden Augenblick fürchten musste, hinunterzustürzen. Die Glocke am Kirchturm schlug 10 Uhr und er konnte deutlich hören, wie der Nachtwächter im Oberdorf die Stunde abrief. Bald musste dieser mit seinem Hunde nun auch hier vorbeikommen. Der Gedanke, dass man ihn als Dieb ergreifen könnte, war so schrecklich für ihn, dass er beschloss, einen Versuch zum Entspringen zu machen. Er horchte auf. Der Wasser, ganz vom Regen durchnässt, schien in seinem Amtseifer etwas abgekühlt. Anderes glaubte, ihn schnarchen zu hören. Der Augenblick schien günstig. Er wollte leise bis an das äußerste Ende seines Astes klettern und von dort, wenn auch mit Lebensgefahr, auf die Straße springen. Wachte der Hund dann auch auf, so konnte er ihm doch nicht nachhetzen, er war ja an den Baum festgebunden. Schon rutschte der Knabe vorwärts auf seinem Aste. Zwar rauschten dabei Zweige und Blätter, aber Regen und Wind rauschten noch stärker. Gottlob, der Hund rührte sich nicht. Er schien jetzt zu schlafen. Jetzt brach der Mond wieder durch die Wolken. Noch einmal sah Andres sich um, ob er auch den Nachtwächter schon kommen sehe. Da war es ihm, als käme jemand das Gässchen herunter. Offenbar war es kein Erwachsener, das war deutlich zu erkennen. Bald ging der Ankommende ein paar Schritte vorwärts, bald blieb er stehen und sah sich um, endlich aber schlich er nach dem Zaun des Obstgartens hin. Andres hielt den Atem an. Er bog das Laub vor sich zurück. Und siehe da, es war der Kaspar.
Der hatte bei der Flucht seine Mütze liegen lassen und seine Jacke, die er vorhin über den Zaun gehängt, war in den Garten gefallen. Damit nun der Schuhmacher diese am Morgen nicht fände und ihm dabei auf die Schliche käme, musste Kaspar sie wohl jetzt noch abholen. Außerdem wusste er nicht, was er seinen Eltern sagen sollte, wenn sie noch heute danach gefragt hätten. Dass der Andres noch immer auf dem Baume saß, das konnte er unmöglich denken. Er suchte und suchte am Zaun herum. Endlich beim Mondlicht sah er, dass der Wind das Wams weit in den Obstgarten fortgeweht hatte. Es blieb also nichts anderes übrig, als hinüberzuklettern. Das war auch bald geschehen. Schon hat Kaspar die Jacke gefunden, eben streckt er die Hände danach aus, aber in demselben Augenblick fährt auch der Wasser hinter einem Brombeerbusche hervor mit wütendem Gebelle. Kaspar, besinnungslos vor Schreck, läuft zuerst dem Zaune zu. Da kann er nicht weiter. Die Beine versagen ihm den Dienst. Schreiend drückt er sich gegen den Zaun. Der Hund setzt ihm die Vordertatzen gegen die Brust. Noch konnte er mit den Zähnen den Kaspar nicht fassen, denn der Strick hielt noch eben seinen Kopf eine Spanne weit von dem Leibe desselben entfernt. Umso größer aber wird die Wut des Tieres. Heulend und zähnefletschend zerrt es an dem Strick, der es hält. Seine Augen funkeln im Mondlicht. Mit den Tatzen zerkratzt es dem Kaspar die Brust und wehe diesem, wenn der Strick zerreißen sollte und durch das gewaltige Zerren des Hundes locker würde. Gegen den Zaun geklemmt, kann der Knabe ans Fliehen nicht denken. Die Hände hoch erhoben, schreit er in Todesangst um Hilfe. Da erkennt Andres oben im Baum die Gefahr, in der Kaspar schwebt. Sogleich vergisst er jeden Groll und die eigene Gefahr. Er will, er muss den Unglücklichen retten. Von Zweig zu Zweig zwingt er sich hinunter, bis er mit einem Sprung in die Erde erreicht. Er greift in den Strick, an dem der Hund zerrt, und zieht ihn um den Baum und hängt sich mit Leibeskräften daran, sodass das Tier vom Halsbande gewürgt, wo er ein paar Schritte vom Kaspar zurückgezogen wird. »Jetzt lauf!« schreit er dem Buben zu. Er bekommt wieder Mut, läuft auch blindlings in den Garten hinein, stolpert aber bald über einen Stein und fällt zu Boden. Der Hund sieht es. Mit erhöhter Wut nimmt er einen Anlauf. Der Strick gleitet dem Andres aus der Hand und der Knoten, mit dem er um den Baum geschlungen war, löste sich durch den heftigen Ruck. Noch einmal fasst Andres schnell in eine zweite Schlinge des Stricks, um das Tier zurückzuhalten. Aber unglücklicherweise verwickelt er sich mit Hand und Fuß darin. Durch den Strick zu Boden gerissen, wird er vom Hunde durch den Garten mit fortgeschleift. Aber der Kaspar hatte sich indes aufgerafft und war dem Hause des Schusters zugelaufen. Über den Zaun zurückklettern hatte er in der Angst nicht gewagt. Das furchtbare Geschrei und das Gebell des Hundes hatte indes der Schuster gehört. Schnell ergriff er seine Hundepeitsche und sprang dem Kaspar schon dicht bei den inneren Gartenpforten entgegen. Heulend vor Angst stürzte der Fliehende auf ihn zu, umklammerte ihn und suchte hinter seinem Rücken Schutz. »Er frisst mich! Er frisst mich!« Mehr konnte der Knabe nicht herausbringen. Aber in dem ist auch schon das wütende Tier da. Ein paar tüchtige Peitschenhiebe auf den Kopf und die gewaltige Stimme seines Herrn brachten ihn nun schnell zur Besinnung. Winselnd duckte er sich auf den Boden nieder. Aber die Nachbarn waren auf den Lärm herbeigelaufen. Bald erschien auch der Nachtwächter mit seiner Laterne. Man leuchtete dem Kaspar ins Gesicht und der Schuhmacher war nicht wenig erstaunt, seinen eigenen Neffen zu erkennen. »Also du bist der Nussdieb«, fuhr er ihn an. »Aber bin ich denn betrunken? Erst habe ich doch den Andres auf dem Baum gesehen.« Der Kaspar konnte kein Wort hervorbringen. »Aber da liegt ja noch einer im Grase«, rief der Nachbar. »Licht her, flink, flink, der scheint ja tot zu sein.« »Der ist an dem Strick von dem Hunde festgebunden«, rief ein anderer.
rasch ein Messer her, dass man ihn losschneiden kann. Alles lief dahin, und man sah den Andres mit Blut und Schmutz bedeckt im Grase liegen. Er regte sich nicht. Bei näherer Besichtigung hatte er eine große Wunde am Kopf. Er war nämlich, indem der Hund ihn fortgeschleift hatte, gegen einen Stein geschleudert worden. Und dadurch hatte er die Wunde erhalten. »Das ist des Müllers Andres! Um Gottes Willen, wie ist das gekommen?« »Der arme Junge! Solch braves Kind!« So schrie alles durcheinander, aber der Schuhmacher drängte sich durch die anderen, riss dem nächsten Weibe, das bei ihm stand, das Taschentuch aus der Hand, kniete nieder und verband dem Knaben die Wunde. Der Kaspar wagte es gar nicht hinzusehen, doch konnte er sich denken, wie das alles so gekommen war. Endlich fasste er sich ein Herz und sah hin. Als er aber das blutige, mit nasser Erde bedeckte Gesicht seines Retters erblickte und eine innere Stimme ihm zurief, dass er schuld sei an dessen Tode, da schauderte er zusammen. Reuevoll warf er sich über den leblosen Körper hin, weinte und schluchzte und rief: »Andres, Andres, bleib leben! Um Gottes Willen, bleib leben, damit ich dir abbitten kann!« Aber Andres rührte sich nicht. »O Gott im Himmel, er ist tot und ich bin schuld daran. Ich bin ein Lügner, ich bin ein nichtsnutziger Dieb. Ich kann nicht länger leben, ich muss zu ihm, ich muss ihm abbitten.« So jammerte der Kaspar und gestand auf näheres Befragen alles ein, wie es sich zugetragen hatte. »Fort mit dir!« rief der Schuster und stieß den Kaspar von seiner Seite. »Nachtwächter, nimm den nichtsnutzigen Jungen mit dir, und ihr, Nachbarn, helft mir, den Andres in mein Haus zu tragen.« In der Stube angekommen, suchte man den Leblosen wieder zu sich zu bringen. Bald gelang es auch. Es war nur eine leichte Ohnmacht gewesen, die ihn eine Zeit lang betäubt gemacht hatte. Auch die Kopfwunde war unbedeutend und lange nicht so tief, wie man anfangs geglaubt hatte. Schon frisches Wasser allein reichte hin, den Knaben bald wieder gesund zu machen. »Ist der Gemüsekasper auch wirklich nicht vom Hund gebissen worden?« Das waren die ersten Worte, die Andres sprach, als er zur Besinnung gekommen war. Man sagte ihm, er sei unbeschädigt, er habe alles eingestanden und werde morgen den Lohn für seine schlechten Streiche schon empfangen. Da bat Andres so innig, man möge ihn doch den einzigen Gefallen tun und den Kaspar die Strafe erlassen. Er meinte, die Todesangst, die dieser erlitten, als der Hund ihn anfiel, sei doch wohl Strafe genug für sein Vergehen. Gern erfüllte man die Bitte des gutmütigen Knaben und ließ den Buben für diesmal ungestraft. Auch der Josef und Heinrich kamen noch auf die Tür. Auch der Josef und Heinrich kamen noch auf die Fürsprache des Verwundeten mit leichten Strafen davon. Andres selbst aber nahm das Erlebte sich zur Warnung. Von jener Zeit an traute er keinen Schmeicheleien mehr und ließ sich nicht wieder wie früher zu schlechten Dingen missbrauchen. Aber bei all dem blieb er gefällig und freundlich gegen jedermann. Und war er einmal überzeugt, dass die Sache, zu der man ihn aufforderte, eine gute und gerechte sei, so war er der Erste, wenn es galt, zu handeln und anderen beizustehen.